Willkommen zurück hier bei den Eisenfeuerhallen bei Let's Play Nerim. Und da wollen wir eigentlich auch reingehen. Hier draußen wird es nämlich langsam ein bisschen dunkel. Wahrscheinlich regnet es auch bald. Da will man nicht sein. Problem hierbei ist, ich weiß gar nicht, ob ich so ein Ding aufkriege. Weil wir haben ja nur eine Fähigkeit von 28 hier drin und nur 30 Drehtürche zur Verfügung. Jetzt ist es auch nicht ganz so viel. Aber man kann es ja einfach mal versuchen. Und da sieht man, man schafft's nicht. Aber gut, Ding will Weile haben, das schaffe ich schon wieder nicht. Kann wohl nicht wahr sein. Langsam werde ich aber auch zu gehetzt. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe ja nicht so richtig so eine Taktik raus. Wie man das jetzt beim Schlossknacken am besten macht. Immerhin, es trainiert uns auch ein bisschen hier. Und da habe ich zu früh gedrückt. Ich befürchte, sonst habe ich das was vielleicht hier lassen sollten besser. Aber auf 15 Dietriche gehe ich jetzt noch runter. Da war es schon wieder nicht. So, jetzt haben wir einen. Jetzt wäre es schön, wenn ich die anderen auch hinkriegen würde. So. Ist natürlich eigentlich alles nur reine Konzentrationssache. Und es wäre jetzt schlimm, wenn ich es nicht schaffe. Und deshalb schaffe ich es einfach mal. Da bin ich gerade ein bisschen selbst von mir überrascht. Sehr schön. Dann können wir ja mal gespannt sein, was uns hier noch so erwartet. Ein bisschen dunkel wird's. Und rot schimmernd. Rot schimmernd ist natürlich eigentlich nie so ganz gut. Könnte aber nur am Erz liegen. Und Erz ist natürlich immer gut. Das, was man hier sieht, ist aber vielleicht auch schon wieder nicht so gut. Wow. Wo kommen die denn schon wieder her? Warum sind die so stark? Das lief jetzt nicht so gut. Ich überlege auch so langsam, ob wir es nicht vielleicht doch hier lassen sollten. Vor allem weiß ich auch nicht, ob wir hier nicht vielleicht später nochmal hätten hinkommen sollen, dass wir jetzt noch viel zu früh sind hier. Aber wir schauen jetzt erst noch einmal, ob wir die nicht doch klein kriegen. Die paar Feuerelementare. Aber es sieht nicht danach aus. Obwohl, den einen haben wir. Bleiben noch zwei. Und hinter der nächsten Ecke warten dann wahrscheinlich schon wieder die nächsten. Ja. Es bleiben nämlich insgesamt sogar drei. Und zwei davon kommen sogar schon. Ja, das kann ich doch schon wieder vergessen. Ich weiß es doch. Ach, verflucht. Ich glaube wirklich, wir sollten es lassen. Wir hauen hier jetzt einfach ab. Jetzt wird mir nämlich zu viel hier. Und ich glaube, wenn wir später hinkommen, dann bringt das einfach mehr. Übrigens, wie man es eventuell noch merkt, ich bin immer noch erkältet. Deshalb werde ich vielleicht auch ab und zu mich räuspern müssen. Aber soll egal sein. So, wir schwimmen dann jetzt als nächstes einfach nochmal hier Richtung Boot. Einfach, weil ich hoffe, hier lebt nicht mehr ganz so viel. Aber wahrscheinlich lebt hier noch ziemlich viel. Aber es könnte sich auch schon als schwierig herausstellen, hier überhaupt irgendwo hinzukommen. So schräg, wie das alles ist. Hi, Leute. Ach, was seid ihr denn schon wieder? Ach, das sind wieder die Seraphim hier. Kann ja auch nicht wahr sein hier. Ne, gibt's doch nicht. Wir müssen hier weg. Ich habe genug. Endgültig jetzt. Unsere Aufgaben hier sind erfüllt. Warum mache ich mir jetzt eigentlich Licht an? Ich wollte mich eigentlich heilen. Und das heißt, wir können jetzt wieder sofort abziehen. Oder gibt's hier noch irgendwo was? Ne, um die Erbtafeln haben wir uns gekümmert. Darum haben wir uns auch jetzt soweit gekümmert, glaube ich.
Da gibt es ja auch keinerlei Kartenmarkierung mehr. Das heißt, wir müssen doch jetzt eigentlich wieder zum Kloster zurückkehren, oder? Nur muss ich schnellstmöglich zu Callisto. Ja, alles klar. Haben wir dafür nicht auch irgendwie einen Zauber? Irgendwo hier. Teleportieren. Wo wollen wir hin? Zum Sanktum nicht. Ne, zum Bergkloster meine ich. So, dann auf geht's. Problem ist halt, wir kommen jetzt nicht so schnell wieder hier nach unten, aber dann ist dem halt so. So, da wären wir. Jetzt eben schnell auf zu Callisto, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass das nicht so leicht funktionieren wird, wie ich es gerne hätte. Naja, wir werden sehen. Ich sollte mich aber vielleicht einfach nur für den Ernstfall schon mal wieder heilen hier. Und tote Soldaten liegen hier immer noch. Aber ansonsten sieht ruhig aus hier. So, dann würde ich mal sagen, einfach rein und dem feinen Herrn hier Bescheid sagen. Und danach kümmern wir uns erstmal wieder um andere Aufgaben. Hey, Callisto. Da seid ihr ja endlich. Was habt ihr gefunden? Dieses Schriftstück. Lasst mich sehen. Na los. Tatsächlich. Hier steht etwas. Die Götter haben Arantial in Nerim angekerkert. In Nerim also. Hier steht nicht, wo genau, aber er ist in Nerim. Ist nah. Jetzt können wir unseren Suchkreis bedeutend einschränken. Das habt ihr sehr gut gemacht. Herr, es sind wieder Soldaten aufgetaucht. Wir haben die Zugbrücke hochgefahren. Verdammt nochmal, wie viele sind es diesmal? Dutzende, viel zu viele für uns. Beim letzten Mal konnte wohl doch jemand entkommen. Dann wird der Kanzler auch bald wissen, wo wir uns aufhalten. Verflucht noch eins. Geht zurück zur Brücke und erstattet mir sofort Bericht, wenn sich etwas tut. Ja, Herr, wie ihr wünscht. Und ihr kommt mit mir in den Keller des Klosters. Los, schnell. Hör, was wollen wir denn da jetzt? Aber so langsam werden anscheinend alle, naja, Aufenthaltsorte der Ordensbruderschaft hier vom Kanzler zerstört. Während ich Callisto die Dokumente übergeben habe, ist vor dem Kloster ein starker Truppenverband des Kanzlers aufgetaucht. Die Verteidigung des Klosters ist zu schwach, um gegen sie zu kämpfen. Ja gut, dann auf in den Keller. Ja, hier kracht doch irgendwie schon wieder alles. Ja gut, die steht hier ganz entspannt, natürlich. Warum sollte sie auch nicht, wenn gerade das Kloster angegriffen wird? Nun, es geht ziemlich tief. Leider ist das nun mal unsere einzige Möglichkeit, nach draußen zu gelangen und Hilfe zu holen. Ich denke mal, ihr seid am besten dafür geeignet. Der Schacht ist offen gestanden verdammt schmal. Aber mit eurer Figur sollte das schon passen. Es geht ziemlich tief runter, bis in die Eingeweide des Berges hinein. Und nun hört mir zu. Irgendwo da unten werdet ihr einen Durchgang finden, der euch in die Stadt der Zwerge bringt. Wenn ihr euch mit denen gut stellt, könnt ihr von dort aus wieder ans Tageslicht gelangen. Und zwar genau oberhalb von Kabaet, der Nordstadt. Sie wird von Baratheons Bastardsoldaten ebenso belagert wie wir hier. Aber die Zwerge kennen einen anderen Weg in die Stadt hinein. Das Problem ist, dass ihn eben nur die Zwerge kennen. Und ich weiß nicht, ob sie sonderlich erfreut sein werden, wenn jemand Fremdes ihn sehen will. Trotzdem, wir haben nun mal keine andere Wahl. Ihr werdet schon irgendwie in die Stadt reinkommen. Wenn ihr das geschafft habt, dann sucht Taranor, den neuen Herrscher des Nordreiches, auf. Er war es, der den Widerstand gegen Baratheon angeführt und sein Reich für unabhängig erklärt hat. Es ist nicht so, dass Taranor die Ziele des Ordens unterstützen würde. Und es ist auch nicht so, dass ich diesen Möchtegernführer leiden könnte. Aber die Feinde unserer Feinde sind nun einmal unsere Freunde. Zeitweise. Eins noch. Die Zwerge reagieren empfindlich darauf, wenn man sie Zwerge nennt. Ihr richtiger Name ist das Sternenvolk. Nur die Menschen bezeichnen sie als Zwerge, weil sie nun einmal unter der Erde leben. Jedenfalls solltet ihr sie nicht provozieren. Nun aber los. Springt in den Boden hinein. Ja, alles klar. Jetzt werden wir ja doch so ein bisschen
tief reingezogen in die Geschichte. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte mich erstmal noch um andere Sachen kümmern. Weil, wie ich eventuell schon mal erwähnte, die Kämpfe hier werden wahrscheinlich nicht einfacher. Oh Gott. Aber jetzt, ab jetzt gibt es sowieso kein Zurück mehr. Also würde ich mal sagen, runter da und ab ins Wasser. Wow, was die hier wirklich alle unten drin noch haben. Ein bisschen extrem, aber schön, dass es hier wenigstens Fackeln gibt. So, alles klar, in der Richtung gibt es schon mal nichts. Wir können also erstmal nur hier entlang. Oder hier hoch, wenn wir es denn können. Ne, kommen wir nicht so richtig. Ja gut. Gegen die Ratten hier sollten wir wohl noch eine Chance haben. Obwohl man ja schon befürchten müsste, dass selbst die hier gefährlich werden. Ich meine, die geben ja auch schon jetzt 70 Erfahrung. Das heißt, die sind doch ein bisschen schwieriger als die Ratten, die wir bis jetzt so kennen. Aber gut, kann man halt nichts machen. Kann man höchstens mal an diesem Handrad hier drehen. Und da kommen wir da unten drunter durch. Sehr schön. Ich wusste zwar noch nicht, dass wir da lang wollen, aber anscheinend wollen wir das. Na denn, auf zurück geht's. Und ich glaube, ich sollte hier, weil es so dunkel wird, auch lieber mal eine Fackel nehmen. Und vielleicht dafür den Schild weglassen. Ich könnte natürlich auch die ganze Zeit hier den Zauber nutzen, aber das frisst zum einen Mana und zum anderen sieht es nicht ganz so schick aus. Obwohl man natürlich sagen muss, hier im Wasser ist mit Fackel auch nicht so viel. Aber ich schätze mal, wir werden hier nicht die ganze Zeit im Wasser sein. Weil die Zwerge leben ja nicht unter Wasser. Hoffe ich. Sonst wäre das doch ein ziemlich merkwürdiges Sternvölkchen. Aber ab hier sieht es ja langsam schon wieder trockener aus. Aber ich sehe es richtig, dass ich jetzt schon wieder eine neue Fackel ausrüsten muss. Beziehungsweise die gleiche Fackel nochmal. Und ich habe gerade was gehört. Und zwar was Skelettiges. Ja, ein Schnitter. Aber immerhin, die Gegner hier sind im Moment noch einfacher als die. Hä, wo kommt man hier hin? Als die, die wir da in Treoma hatten. Im Moment natürlich. Kann ja natürlich sein, dass es hier noch deutlich gefährlicher wird. Aber erstmal sieht es so aus, als ob wir schon wieder hier nach draußen kämen. Auch nicht so ganz. Wow, wo kommt das denn her? Also echt versteckt er sich da so in den Schatten. Das geht ja überhaupt nicht hier. Schönen Dank dafür, dass sie mich jetzt nicht mehr belästigen. Kurz mal die Frage, kann ich hier irgendwas von mitnehmen? Natürlich nicht. Alles rein dekorativ. Und das nehme ich lieber mal auch nicht mit, weil wir können uns das gewichtmäßig überhaupt nicht mehr leisten. Das wäre auch eine Sache gewesen, die ich gerne noch gemacht hätte. Sachen verkaufen. Aber nein, die Geschichte muss hier sofort nahtlos weitergehen. Und deshalb stehen wir jetzt hier ein bisschen, ich sag mal, unter Druck. Ich möchte nicht sagen, in der Scheiße. Aber so könnte man es auch formulieren. Und wir sind dabei eigentlich ja schon wieder fast draußen. Wenn man sich das hier so anguckt, sogar Schnee hier unten. Aber trotzdem müssen wir eben noch hier einmal durch das komplette Zwergenvölkchen da durch. Oder zumindest sind die ja wohl die einzigen, die uns hier weiterhelfen können. Naja, schauen wir dann mal, wie das hier so wird. Wahrscheinlich wird's nicht gut. Aber im Moment wird's vor allem ein bisschen zugeschneiter. Oder ist das? Das ist doch Schnee, oder? Sieht für mich jedenfalls so aus. Das bedeutet ja eigentlich, dass es hier irgendwo nach draußen gehen müsste. Oder aber die Frostelementare sind daran schuld. Aber solange die halt nicht so gefährlich sind wie die Feuerelementare von da in Treoma, dann ist ja nur alles in Ordnung. Kurze Zwischenfrage übrigens, wo gehen wir jetzt eigentlich lang? Weil es gibt hier zwei Wege, wie ich das gesehen habe.
Oder gibt es hier doch nicht zwei Wege? Hä, gab es nicht gerade noch zwei Wege? Ah, hier gab es noch die Abzweigung. Aber die führt doch nur wohin, wo wir schon mal waren, oder nicht? Trotzdem steht hier einer. Das irritiert mich. Aber gut, kümmern wir uns drum, nachdem wir den eben besiegt haben. Und merken wir, dass das hier nur im Kreis führt. Aber vielleicht führt es ja kreisweise irgendwo anders hin. Und allein deshalb möchte ich hier nochmal dran vorbeigucken. Man will ja immer mal alle Gänge gesehen haben. Allein schon, weil da irgendwie noch ein wichtiger Gegenstand sein könnte oder ein wertvoller Gegenstand oder sonst irgendwas. Und das ist kompletter Bullshit, wo ich jetzt bin. Moment, hier war ich aber schon mal. Hä, ich bin direkt hierher gekommen? Nee, ich bin woanders her. Doch, hierher bin ich gekommen. Alles klar, habe ich den anderen Weg wahrscheinlich nur nicht gesehen. Aber das Schöne ist dann ja, es gibt nur noch den Weg, der uns wahrscheinlich auch weiterführen wird. Und ich hoffe langsam, dass wir auf den nächsten Stufenaufstieg bekommen werden. Also in naher Zukunft. Aber da fehlen noch 5000 Erfahrungspunkte. Und 5000 ist ein bisschen viel. Oh, und ab hier wird es, glaube ich, wieder ein bisschen interessanter. Weil größer. Frage ist halt nur, wie komme ich hier hoch? Hier wahrscheinlich. Na, Zwerge, schon irgendwie zu Hause? Irgendwo? Anscheinend nicht. Das heißt dann wohl, dass wir wahrscheinlich die Zwerge erst beim nächsten Mal sehen werden. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dann, euch einen schönen Tag und ciao.